Noch ein Opfer, das ich meiner Sammlung hinzufügen kann. Hugo, nimm deinen Platz am Magnetfänger ein. Ja, ja, Madame Nono. Jetzt gebrauche ich meine magischen Kräfte und ziehe mir das Schiff zu meiner Insel hin. Alikazam! Alikazi! Ein Eisberg wird das Schiff zu mir hertreiben! Bereit, Hugo? Stell den Magnet ein! Magnet, Ajojo, Madame Nono! Magnet vom Stapel gelassen für Madame Nono! Mal sehen, ob es da draußen noch mehr zu kapern gibt. Oh, da ist die Pest vor dem Privatdetektiv Popeye. Hallo, hier ist die Vereinigung der Schiffseigentümer. Rufe Privatdetektiv Popeye. Können Sie mich hören? Over. Ei, ei, Sir. Ich höre euch laut und deutlich. Over. Die Seehexe, auch genannt Madame Nono, hat eine ganze Flotte unserer Schiffe gekapert. Sie muss aufgehalten werden. Wollen Sie den Auftrag übernehmen? Over. Sie haben richtig gewählt, Sir. Ich werde ihr ein für alle Mal das Handwerk legen. Over und Ende. Für ihn wird's das Ende bedeuten, wenn er es wagt, mir in die Quere zu kommen. Ich habe eine Idee, wie man seine Arbeitswut dämpfen kann. Alikazam, Alikazam. Ich werde eine Flutwelle erzeugen, die Popeyes Kahn zerschellen lässt. Ey, ich werde auf dem Strand auflaufen. Ich parke mein Schiff lieber hier, wo es noch sicher ist. Alle Land, die Landgang haben. Das bin ich. Ich scheine hier ziemlich allein zu sein. Jetzt habe ich auch noch Sand in meinen Schuhen. Was soll ich bloß damit? Und nun, Alikazam, stellt einen Grabstein für den Seemann auf. Ich bin auf ein Riff aufgelaufen. Jemand scheint einen schwerwiegenden Fehler gemacht zu haben. Naja, irgendwann läuft jeder mal gegen die Wand. Das war die erste harte Nuss. Aber es kommt noch besser. Du wirst es nicht überleben. Hallo, das ist wohl das Besuchszimmer für Einsiedler. Also. Oh je, Mini. Ich sitze in der Falle. Ach du meine Güte, entweder läuft der Raum ein oder ich fange an zu wachsen. Das war wohl mal wieder der alte Ich-quetsch-dich-zusammen-Trick. Na endlich. Madame Nono. Kein Eintritt. Da machen mich Madame aber neugierig. Klopp, klopp. Ist jemand zu Hause? Ein Elefant könnte die Tür nicht öffnen, geschweige denn diese halbe Portion Popeye. Na sehen, was habe ich denn da in meinem Hütchen? Oh, Stahlterminen. Okay, an die Nieten. Hoffentlich hat's euch geschmeckt, Jungs. Seehexe, alias Madame Nono, das Spiel ist aus und vorbei. Noch nicht, du leckes Diggi. Hugo, darf ich bitte? Schon da? Wie gefällt dir das? So, mein Kleiner, das wird dich verrückt sein. Oh, nein, ich vertrag das nicht. Stell das Ding bloß ab. Oh, das ist ja unmenschlich. Genug ist genug. Dann nehme ich mal schnell meinen konzentrierten Spieler. Tada! Oh, ein ganz cooler Kunde. Jetzt wird's aber heiß werden, mein Lieber. Für Eintopf bin ich mir eigentlich ein bisschen zu schade. Mann, habe ich jetzt aber eine heiße Hose. Zweimal ach, Madame Nono. Übergibst du dich? Niemals! Versuch ja mal rauszukommen. Ich kann es kaum erwarten. Liebes Kätzchen, schön ruhig bleiben, ja? Ich tu dir bestimmt nicht. Du wirst ein saftiger Popeye-Burger für das Kätzchen. Ach ja? Der Löwe braucht etwas Fett auf die Rippen. Und jetzt wird geturnt, du Klops. Hilfe! Lass mich aussteigen, bitte! Jetzt fällt er mir aber wirklich auf die Nerven. Gib
das Spiel auf, solange du noch kannst. Dieses Stahlkabel wird dich halten. Kleine Spielchen machen, hä? Wie wäre es mit Murmeln? Habe ich schon immer gern gespielt. Hilfe! Hilfe! Danke, Madame Nono. Kommt schnell, Hugo! Bereit? Wir verduften! Da! Ich werde Sie mit meinem Privatdetektiv Lasso einfangen. Nun, Hugo, es gibt immer wieder ein nächstes Mal. Ja, Madame Nono. Die Madame ist geschlagen, mein Auftrag erfüllt. Sag vorbei, der Seelemann. Olivia muss verrückt geworden sein, in so einer Straße eine Bäckerei zu eröffnen. Ja, deiner Meinung nach, Pluto. Also ich würde meilenweit gehen für eines ihrer leckeren Törtchen. Oh, wenn das so ist, dann geh doch. Danke, dass du hergekommen bist, um mir bei der Eröffnung zu helfen. Aber wo ist Popeye? Er hat sich entschlossen zu gehen. Du hast deinen Beiwagen verloren, Freundchen. Dieser Popeye fällt mir auf die Nerven. Also, während ich hier alles für das Fernsehen vorbereite, besorgt ihr Jungs das Backen. In Ordnung, Olivia. Die Donuts sind aber ziemlich klein geraten. Und noch sehr schmutzig dazu. Oh Mann, also allmählich verliere ich wirklich meine Geduld. Wie wär's mit einem blutogroßen Donut? Tja, es gibt Schokolade, Erdbeer, Vanille. Das klingt alles sehr lecker. Hey, hör auf damit! Was soll das? Den schnapp ich mir. Und zwar, wenn er's am wenigsten erwartet. Mal sehen. Dann ein Dutzend Eier hineinschlagen. Ah, dieser Zwerg guckt gerade nicht hin. Den mach ich fertig. So, das sollte reichen. Hey, du Zuckerbäcker, hilf mir mal kurz. Aber natürlich. Hier, übernimm mal den Mixer. Und ich kümmere mich um den Ofen. Verflixt, wo sind hier die Bremsen, Gnome? Ich werde dich ganz schnell anhalten. Das war eine harte Reise. Und sie ist noch nicht vorbei, du Zwerg. Au revoir. Mein Verdacht hat sich bestätigt. Er führt offensichtlich was im Schilde. So. Jetzt schnell ans Backen, damit ich das ganze Lob von Olivia bekomme. Tja, viele Eier machen einen guten Hefezopf. Tja, und natürlich Hefe. Oh, und Mehl natürlich. Ich brauche jede Menge Mehl. Sieht der lecker aus. Tete, Olivia dürfte angenehm überrascht sein, ihren Laden voll mit Plutos Backkunst vorzufinden. Denken Sie mal an die Publicity, die Sie bekommen, wenn Sie bei meiner Eröffnung erscheinen, Bürgermeister, und an all die Hamburger, die ich Ihnen serviere. Augenblick mal, ich denke nach. Worauf warten wir noch?
So etwas Lächerliches. Jeks, das ist Olivia. Ich muss hier unbedingt raus. Komm schön zu Papa. Gebacken. Ich hoffe, deine kleine Reise hat dir gefallen. Hoffentlich wird dir deine auch gefallen. Hey, was riecht hier? Das mieft wie halbgebackener Zement. Ach du meine Güte. Lute muss aus Versehen Zement genommen haben. Olivia wird darin hängen bleiben. Hey, Freundchen, ich brauche deine Hilfe. Festhalten, wir müssen die Straße zementieren. Mein Glückwunsch, Pluto. Dank deines verunglückten Rezepts hat Olivia jetzt eine schöne, saubere Straße, die zu ihrer Bäckerei führt. Also, Bürgermeister Wimpy, die Stadt sollte die Straße neu asphaltieren. Tut mir leid, meine Liebe, keine Mittel. Das Geld reicht kaum aus, um Hamburger zu kaufen. Eine neu asphaltierte Straße? Wie ist denn das möglich? Ich muss mich beeilen, wenn ich Olivias Laden renovieren will. Wir begrüßen Miss Olivia Öhl. Sie hat der Stadt einen äußerst großen Dienst erwiesen. Sie hat nicht nur die Straße zu ihrem Geschäft auf eigene Kosten asphaltieren lassen. Ihre Bäckerei dürfte auch eine große Touristenattraktion werden. Ich gratuliere. Die Bürgerin des Jahres, Miss Öhl. Oh, Papa, ey. Mein Laden ist so wunderschön. Abgesehen von der schrecklichen Dekoration da oben. Tut mir leid, Olivia, aber Pluto muss da auch seinen Teil dazu beitragen. Als Amor ist keiner so gut wie Pluto, mein Täubchen. Weißt du, es gibt nur noch eine Sache auf der Welt, die ich noch lieber mag als Törtchen. Ach ja? Und was? Popeye, den Bäckersmann.